Freundeskreis ist vor allen Dingen für uns wichtig, weil es einen sehr schönen sozialen Zusammenhalt gibt, weil es ein großer Spaß ist, gemeinschaftlich nicht nur Unternehmungen zu machen, sondern auch gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen für Erwerbungen. Und insofern ist der Freundeskreis für uns ein ja, sehr konstanter, sehr verlässlicher Partner, dessen Existenz wir überhaupt gar nicht missen können. Als ich vor 40 Jahren angesprochen wurde, ob ich die Leitung eines Vorgängervereins des Freundeskreises übernehmen sollte, da habe ich gedacht, Rainer Grille, du hast null Ahnung von Kunst. Insbesondere von, ich sag mal, moderner Kunst und Plastik. Du hast null Ahnung davon. Und dann bin ich in einen der Gründervereine eingetreten, habe den lange Zeit geführt und habe bei der Gelegenheit die Kunst im Lehmbruck-Museum schätzen und lieben gelernt. Es war im Grunde wie ein geistiger Kurzurlaub, den ich mir damit also gegönnt habe. Der besondere Reiz an den Aktivitäten des Freundeskreises ist die versammelte Neugier der Mitfahrer. Wir fahren bis zur Biennale nach Venedig, wir machen Ausflüge in Spanien, in Frankreich. Und ein besonderes Highlight sind immer wieder Atelierbesuche und Besuche von Privatsammlungen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Abgesehen vom Kunstgenuss ist es natürlich auch immer ein Gemeinschaftserlebnis, das Drumherum um solche Exkursionen. Wir haben auf der einen Seite eben das rationale Verstehen oder das emotionale Verstehen und auf der anderen Seite der Austausch mit Gleichgesinnten. Wenn Sie also Mitglied sind, haben Sie die Chance, dass Sie die Vorbesichtigungen alle, daran können Sie teilnehmen. Sie haben hier im Hause auch besondere Führungen. Für den doch sehr maßvollen Eintritt haben Sie hier im Hause ein sehr schönes Programm. Das sind ja nicht nur die Ausstellungen, das sind ja auch teilweise Konzerte, das sind Lesungen. Also hier wird für die Mitglieder einiges geboten und sie zahlen dafür im Grunde keinen Eintritt. Die Begeisterung, die große Neugierde und der Wissensdurst unseres Freundeskreises ist eine große Bereicherung für unser Museum. Besonders wichtig ist für uns natürlich, dass der Freundeskreis über die letzten Jahrzehnte immer wieder wichtige Lücken in unserer Sammlung geschlossen hat durch Ankäufe. So hat der Freundeskreis die Frau auf dem Wagen von Alberto Giacometti, die Sie hinter mir sehen, erworben für unsere Sammlung, die wir jetzt als Dauerleihgabe zur Verfügung haben. Der Freundeskreis hat in den letzten Jahrzehnten für unser Museum 1300 Werke erworben. Darunter sind sehr viele Zeichnungen, aber auch bedeutende Skulpturen, auch Wandarbeiten, also ein repräsentativer Querschnitt durch die Kunst des 20. Jahrhunderts. Am Anfang hatte ich einfach Interesse und war neugierig auf die Kunstwerke in diesem Museum. Durch den Freundeskreis konnte ich doch schon ein klein wenig Expertise gewinnen. Dadurch weitet sich der Horizont und man versteht viele Dinge im Kunstbetrieb noch viel besser. Das macht einfach Spaß und ich lade Sie herzlich ein, auch Mitglied im Freundeskreis des Lehmbruck-Museums zu werden. Wir heißen Sie herzlich willkommen.